Supermarkt Samstag mit einem Bier aus Baden, das vor wenigen Tagen extreme mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Welches Bier das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Supermarkt Samstag. Heute mit einem Bier, das ihr mir A empfohlen habt und B vor wenigen Tagen im SWR einen Fernsehbeitrag bekommen hat. Marktcheck hieß die Sendung, glaube ich. Ich habe es auch erst in YouTube gesehen, nachdem da auf Facebook so ein bisschen die Diskussion losging. Und die Rede ist vom Rothaus Tannenzäpfle oder der Rothaus Brauerei allgemein. Kommt aus Grafenhausen in Baden-Württemberg, ist Staatsbrauerei von Baden-Württemberg und damit, glaube ich, eine von drei Staatsbrauereien überhaupt, die wir in Deutschland haben. Fangen wir erstmal an mit der fast 230-jährigen Geschichte. 1791 gab es ein Benediktinerkloster, in dem die Brauerei Rothaus gegründet wurde. 1806 ging das Ganze dann an das Großherzogtum Baden über und wurde erstmalig Staatsbrauerei. Also 230 Jahre, finde ich, ist schon ein ziemliche Hausnummer. Was viele von euch vielleicht auch aufgefallen ist, hier das Tannenzäpfle, das wächst nach unten. Und ich war Biologie jetzt auch eher so mäßig bewandert, aber ich wusste, dass Tannenzapfen eigentlich nach oben wachsen und Fichtenzapfen nach unten. Auch da hat für mich zumindest mal der Fernsehbeitrag wertvolle Aufklärungsarbeit geleistet, weil das ist eine Rottanne und tatsächlich bei der Rottanne wachsen selbst Tannenzapfen nach unten, eine Besonderheit dieser Baumgattung. Ja, besonders auch bei der Brauerei Rothaus. Sie machen keine Fernseh- und keine Radiowerbung. Das haben sie mit einer anderen Brauerei aus der Gegend gemeinsam und sind damit relativ erfolgreich. Und auch die Brauerei Rothaus kann man jetzt zumindest nicht absprechen, dass sie mit ihren Bieren erfolgreich werden. Was ich auch gelernt habe, dieser Fernsehbeitrag war tatsächlich meiner Meinung nach nicht so schlecht, wenn man ein bisschen was lernen wollte, dass diese Dame hier zumindest den Spitznamen Birgit hat. Und mit Nachnamen heißt sie Kraft und dann heißt Bier gibt Kraft. Soll so ein bisschen, ja, ein bisschen ein Schmunzler sein. Kommen wir jetzt einfach mal zum Bier. Es ist ein Pilzbier, was ja, im deutschen Raum durchaus seine Fans finden sollte. 5,1 Volumenprozent Alkohol. Über die Stammwürze finde ich nichts. Und 33 Bittereinheiten habe ich irgendwo noch gefunden. Und das war es dann tatsächlich auch schon. Ich würde sagen, wir machen das Bier mal auf. Auch da eine Geschichte. Hier oben diese Alubanderole wurde in dem Beitrag als nicht besonders nachhaltig kritisiert. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch, braucht man heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr. Und wenn Brauereien wie die Budweiser Brauerei das schaffen, bei ihrem Pilz das abzuschaffen, dann wird das eine Brauerei in Baden-Württemberg auch schaffen, ohne dass gleich die Sonne untergeht. Im Glas eine blassere, ja, gelbe Farbe. Es sind anderthalb Finger breit eines eher feineren Schaums, der, ja, mittelprächtig am Glas haftet. Ansonsten das Ganze ungetrübt und klar. Es ist erstaunlich. Ist wahrscheinlich getreidig. Es ist getreidig, strohig, brotig. So in diese Richtung geht das. Was mir jetzt bei dem Pilzbier tatsächlich fehlt, ist das, ist die Hopfenaromatik. Die geht mir ziemlich ab in der Nase, um nicht zu sagen, ist da überhaupt was? Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, cheers. Gehen wir ohne Hopfenaromatik ins Pilz. Geht auch. Hui. Also auch hier ist tendenziell tatsächlich eher so auf einer getreidig-malzigen Ebene unterwegs. Helles Malz auf jeden Fall. Strohig, ein bisschen erdige Töne über den Hopfen tatsächlich. Hier kommt sie auf. Es ist auch im Hintergrund eine Hopfenbittere, die den 33 Bittereinheiten durchaus gerecht wird. Aber was mich bei diesem Bier tatsächlich ein bisschen stört, das ist diese
so eine aufkommende Süße im Hintergrund. Die passt für mich überhaupt nicht in das Pilz rein. Also. Es ist ja aber komisch, wenn man jetzt tatsächlich so einen Fernsehbeitrag gesehen hat und geht in solche Verkostungen dann möglicherweise nicht mehr ganz unvoreingenommen rein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das jetzt derartig bestätigend, was ich die letzten Tage über das Bier gelernt habe. Es gibt so ein bisschen grasige Töne noch, aber ansonsten ist das tatsächlich ein sehr malzdominiertes und leider auch für mich für ein Pilzbier viel zu süßes Bier. Es ist vom Körper her noch schlank, eine ja, lebhafte Kohlensäure. Ich will dem Ganzen sogar einen gewissen Erfrischungsfaktor nicht absprechen. Aber ich erinnere mich jetzt tatsächlich aus einer Aussage aus dem Film. Da wurde ein Sommelier, der aber nicht wusste, dass es das ist, über das Bier, was er gerade getrunken hat, gefragt. Und er hat gesagt, puh, ich wüsste nicht mal, ob ich die ganze Flasche austrinke. Und ehrlich gesagt habe ich im Augenblick auch gerade ein bisschen Probleme. Weil es ist jetzt kein schwerer Fehler drin, Gottes Willen. Aber es ist ein Bier, was ich ziemlich unharmonisch finde. Und es wird hinten raus, bleibt eben diese leichte, malzige Süße, die aber nicht pappig ist. Über es sind so grasige Töne. Es wird aber trotzdem zunehmend ein bisschen trockener. Und auch die Bittere verschwindet ein bisschen. Und damit ist eigentlich das, was ich bei einem Pilz in Erwartung hätte, tatsächlich an der Stelle wieder verschwunden. Jetzt stehe ich da mit meinem kurzen Hemd und will natürlich auch eine Wertung für das Tannenzäpfle abgeben. Da es hier tatsächlich nur um meine persönliche Meinung geht, tue ich mir relativ leicht. Das Rothaus-Pilz-Tannenzäpfle von ProbierTV gibt es dafür 2 von 5 möglichen Punkten für das Rothaus-Pilz-Tannenzäpfle aus der Badischen Staatsbrauerei in Grafenhausen. Wenn ihr anderer Meinung seid, und da gibt es wahrscheinlich einige, die mich jetzt dafür hauen, schlagen und teeren und federn wollen, lasst uns ein bisschen über das Bier diskutieren, aber ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass diese Flasche schlecht behandelt wurde, aber mein Fall ist es definitiv nicht. Und damit sei die Diskussion eröffnet. Ich wünsche euch Feuer frei bei allen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt, YouTube, Facebook, Blog, Instagram. Und sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.